Moin, herzlich willkommen bei Nobody 123 bei einem weiteren LBSQ-Video mit dem guten Zocker und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, mal probieren. Jo. Vorne manchmal so. Ja, hier weiß ich nicht. Abbremsung manchmal auf 0, einfach weil ich es kann. Und gönn dir. Ach, hier ging gerade gut. Der alte Kater XD. So, auf Aber dem. bei den alten Fahrzeugen macht er immer hier so, wenn du Vollgas gibst, von komische hoch und runter da beim Start. Keine Ahnung warum. Inwiefern hoch runter? Das hatte ich bisher noch Was nicht. du gerade gehört hast, diese Witt, 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 Ach, Witt, die Witt. sip, 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 okay. Ja, das ist irgendwie bei den alten Fassungen irgendwie so komisch, immer so. Ich wollte gerade sagen, war das Das nicht. ist beim Porsche oder beim Sauber so, ich, keine Ahnung warum. War das grundsätzlich nicht immer bei den alten Fahrzeugen? Ich weiß das nicht, deswegen. Weil wir die modernen da machen, macht der Folge, macht der und ja. Das war früher vollkommen normal tatsächlich. Okay. Bestimmt damit die Motoren nicht kaputt gehen, wenn du Genau, irgendwo machst. dass das nicht so kaputt geht und überdings, ja. Aha, das hätten die auch beibehalten können. Bei den modernen Fassungen. Im Grunde genommen ja, aber ich kann auch verstehen, wenn es auf Dauer auch nervt. Außer das halt extra Gewicht und Leistung verloren dann nicht, dann auch das Scheiße. Na denn ja, dann ist wieder beschissen. Aber das war früher wirklich gang und gäbe. Wum, 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 Ja, wo macht er halt, ne? wum. Ja. Hoppla. Hoppla, ja, passiert, alles gut. Darf nicht passieren, ich weiß, aber es ist passiert und fertig aus. Ein Segmentpunkt, nice. Ja, jetzt mal ein bisschen Ego-Perspektive kurz. Jetzt wieder so. Aber da anders klingt. Bist du eigentlich eher so, wenn du privat spielst, eher Ego oder eher Außenperspektive? Also hier fahre ich lieber so, weil Dito. kannst du das Fahrzeug besser hören. Ja, Dito. Finde ich auch, weil der Sound da besser klingt. Oh, 10 Segmentpunkte, nice. Irgendwie ist jetzt schlechter als vorher. Also ich bin ja immer näher am Gleis dran. Ne? Ja. Wir haben ja die Zeit, ne? Stellen Ruhe ein. Ich weiß jetzt schon, dass ich für diese Aufnahme so viel schneiden muss aufgrund meines Ach, Hustens. das? Ja, keine Ahnung, warum er da hier manchmal resettet, weißt du? Oh, die Kraftstoffe. Oh Gott, ja, das haben wir jetzt der Total verfallen. Ich habe Medium und weil ich Medium und komplett Kraftstoff gehabt. Kein Wunder, dass ich nicht richtig rumkomme. Ja. Aber warum resettet das manchmal? Das finde ich scheiße. Nur weil du die Reifen drücken lässt, oder was? 3, 2, 1. Hätte mir gewünscht, dass man das irgendwie so abspeichern könnte und fertig. Weißt du, gerade so im Rivalen-Modus, weißt du? Rivalen-Modus, nicht realen, Rivalen-Modus. Realen. Der reale Modus oder Rival, warte, was? Der Wahl. Ah. Deutsch muss gelernt sein. Autostufe 21. Da oben fliege ich mit. Man hat sogar den Rollstuhl unten mit dran gehangen, das fand ich super. Erstmal hoch hinaus, warte, was? I believe I can fly. Was ich aber komisch finde, ist, Ja? beim Getriebe, da kann man ja an der Seite sehen, dass das wäre verpackt ist bei dem Fahrzeug ganz schön. Ja, 100 km/h würde er nicht schaffen, würde auch Motto. 100 km/h? Ja, laut Anzeige. Ja. Aber es ist wirklich noch ein bisschen verbuggt, ne? Wie kommt das mit dem Start nicht klar? Das war zu spät. Ich war mal voll. Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ah, schön, entschuldige. Was
ich am besten ein Pferd, ne? Das kann der sauber Mercedes sein, das kann jetzt dieses Fahrzeug sein, das... Da oben fliege ich wieder mit einem schönen Glas Champagner. Überhaupt nicht voll abgehoben, nein? Okay. Nein, nein, ach Quatsch. Okay, anscheinend haben die Formelwagen noch eine spezielle Reifendruck vorne drin. Und wahrscheinlich niedrig, weil aber auch nicht zu hoch. Weil also mit der Tuning da kannst du da nicht anwendbar Reifen anscheinend. Logischerweise. Ja. Zwischen hoch und tief gibt es ja nur Mitte. Ich kann ja mal die Meta-Reifen tunen können, quasi zeigen, wie da eigentlich, wie du, wenn man Standard, wenn man das machen würde, ne? Mhm. So. Quasi normalerweise müsste man einfach da anfangen, weil? Bei 2,2. Ja, da ist quasi der Anhaltspunkt, wo du anfangen kannst. Und dann, wenn das immer noch scharf ist, dann kannst du da quasi ändern. Sorry. Alles gut. Ist das denn so Standard eingestellt mit 2,2 oder musst du nee, da ist dann irgendwie eine random Nummer. Ah, okay. Okay, random Nummer 69. Das nicht, aber... Nein, ich weiß schon, wie du es meinst. Das war jetzt auch nur auf Spaß gemeint. Nimm 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 go los ein bisschen Spaß muss sein, wenn ich ja schon nicht mitfahren kann, ne? Mhm. Aufgrund des Fehlers vom Game, wenn er mir hier ja alle zerschießt, halt ein bisschen ungewohnt für YouTube, denke mal, die jetzt sofort zu gucken, aber dann seht ihr auch mal deine Perspektive, ne? Mhm. Wie du immer so fährst. Und damit der Beweis, dass Zocker nicht besoffen fährt, wie GTA früher. Bei GTA 5 Online, die Anfangszeiten der Playlist noch. Oh Gottes Willen. Dann kann ich euch irgendwie wieder gleich anders fährt. Nur weil ich den Reifendruck erhöht. Nur weil du das erhöht hast, ja, merkt man, dass er den Weg halt anders fährt. Und wie weit du von der KI, von dem Gegner KI, genau, und von dem der Gegner. Der hat ja den fliegenden Start gehabt, ich bin ja. Ja gut, okay, stimmt. Das, ja. Nee, ist gut, ich hab nichts gesagt, du hast recht, alles gut. Der hat ja noch den Fliegenstand, genau. Ich muss ja immer eine Runde fahren. Genau, und dann bist du ja auch an ihm dran und alles durch den Reset wieder an den Startpunkt und ja, alles gut. Das war jetzt mein Fehler. Mhm. Das war jetzt mein Fehler, weil wenn du ja durchs Ziel fährst, ist er wieder bei dir in der Nähe und ja, deswegen alles gut. Alles gut. Mhm. Nee, Hilde, alles gut, nicht? Okay. Das soll am besten sein dafür, ja. Also generell für Farming, Punkte sammeln, alles. Ja. Okay. Barcelona-Strecke. Barcelona, ja. Die Circuit Barcelona-Strecke. Aber guck mal, wie viel schlechter das ist, wenn du zu hoch machst. Ja. Der gewinnt wieder deutlich an Abstand. Ja, also. Da hat er wohl vergessen, dass die Formel waren, doch nicht so. Noch mal anders machen müssen anscheinend. Mhm. Dann mal wieder so. Ja, so. Ich möchte keine Xbox Ton Dingens Audio von Xbox verwenden. Nein, reicht jetzt. Der will mir immer das vom Controller triggern. Ich so, nein, weißt du. Ich muss aber noch mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Der rote Punkt ist noch da. Was? Okay, guck mal. Kaum Reifendruck geändert. Ja, kaum Reifendruck geändert, kommst du besser rum. Ja. Da hinten mehr Reifendruck. Ich glaube, das muss man bei diesem Fahrzeug machen, weil der vorne dann nicht rum will. Da vorne weniger, hinten mehr, ne? Ja. Ja. Sonst kommt er ja auch gar nicht. Ich glaube, ja, einen weg von hinten. 1,8 oder 2. 1,9, glaube ich. Ist auch egal. Irgendwie so in dem Dreh hast du es eingestellt, ja. Ich glaube, das wäre besser, wenn man 1,4 vorne hat oder so. Ich glaube, da ist dann wieder zu wenig 1,4. 1,5 wäre eher so die Grenze vorne. Ich habe 1,6. 1,6 geht voll in Ordnung.
Und hinten habe ich weil frei eins, oder so. Na, 1,4 schon wieder zu wenig, das stimmt. Weil wieder zu weich. Genau, weil es ja wieder zu weich ist. Dann hast du wieder mehr Kraftstoffverbrauch und hast nicht gesehen. Apropos Kraftstoff, wenn wir da jetzt mal rumbasteln, hast du da mit der Kraftstoffmenge da jetzt wieder drauf gehabt? Ich guck jetzt jedes Mal drauf. Okay, gut. Nicht, dass uns das wieder vergessen, dass wir es wieder vergessen und dann ja. Achso, wir haben noch 10 Minuten. Mein Fehler? Ja, alles gut. Gibt's heute mal den trotzdem weiter. Da gibt's quasi mal ein Video, wo er nur Rivalmodus machen. Keine Ahnung, was Skype hier gerade für ein Leck hatte. Das war gerade mega Leck des Todes. Aber das war ja Gott sei Dank nur bei mir, oder war das bei euch in der Aufnahme auch? Habe ich ja wirklich diese hohen Zahlen gehabt auf beiden. Aha. Das war das Problem. Ach übrigens, Zocker, ich möchte mich nochmal im Vorfeld bedanken, dass ich erstmal dein Material hier verwenden darf. Weil das ja hier bei meinem Game ja irgendwie immer fehlerhaft ist. Deswegen erstmal nochmal Dank im Vorfeld, auf den jetzt verlassen. Ist nicht, dass er ein Mädchen ist, alles klar? Ja. Auf jeden Fall. Was? So hört er sich auch jeden Tag an. Guck mal, wie ich ihn nicht. Jetzt ziehst du ihn ab, ja. Jawohl. 1,30. Hohoho. Und das wird jetzt fetzig. Gegen TFF. Leo. Und das Ding hat ja extrem Angriffsdruck, also. Wenn der nicht im Kurven besser hat, der hier, dann wundert mich das. Hat er nicht sogar richtig viel an Presto? Ja, guck mal wieder. Ist er nicht, ja, weil der, ich wollte gerade sagen, der hat doch nicht so wenig. Der hat doch sehr viel. Er hat viel zu viel, meiner Meinung nach. Ja, das ist auch meine Theorie. Ich finde auch, das ist ein bisschen zu over bei dem. Ja, der Nachteil, ja. Mal, wie ich dann auf Geraden rankomme. Ja, stimmt. Aber in den Kurven hat er ja den Vorteil, ja. Ja. Quasi das maximale Speed ist wie 330 bei dem und der hat 701 kW, was so viel mir fast 1000 PS entsteht. Ja, so roundabout gerechnet 1000, ja. Entschuldigung für den Husten gerade. Ja, ja so das, wenn du fast 1000 PS hast und du 330 hast, dann soll das verhalten, dass er viel zu viel hat. Ja, das heißt es nicht nur, dann ist es auch Fakt. Bei den anderen war das ja alles normal. Okay. Außer vielleicht den Porsche, weil. Aber da habe ich ja erstmal rausgefunden, ja, man kann ja wo und wo machen, um das entgegenzuwirken, hast du nicht gesehen. Oh, fast Autostufe 23. Ja, guck mal, wie viel schneller ich bin. Ja. Kann ich ja mal mit dem Porsche rumrasen. Jo, können wir mal auch einmal testen, weil der kennt sich halt für viele Fahrzeuge aus, das ist gefragt, ne? Den habe ich jetzt hinbekommen, dass da hinten, dass da ja keine Todesgestalt ist. Ja, der Reifendruck ist meistens öfters immer das Problem, ja. Ich glaube, der Reifendruck ist irgendwie das Beste, was man machen kann zuerst, bevor man den Rest anfasst. Die Porsche. Mal generell... Und für die fragen, 995 mit Dachmatten bei dem. Bei den Porschen? Ja. Mhm. Also höher geht nicht. Höher geht nicht, alles klar. Reifen habe ich so gemacht bei dem. Ja, geht doch eigentlich voll. Quasi ähnlich wie beim Formel 1. Ja, so ähnlich. So oben wieder niedriger. Ja, und hier habe ich das wahrscheinlich auch so rumgemacht. Weil das Ding ist eine Todesgestalt hier, ganz ehrlich. Ja. So, das ist der Porsche. Und das Problem bei dem ist, der hat einen sehr verpackten Start. Da. Ja. Da sieht man es gerade. Ich muss loslassen und dann wieder. Weil er damit irgendwie nicht klarkommt. Irgendwas triggert, dass er nicht klarkommt. Und ich möchte keine Auto. Ja, da hat er irgendwie der Heimweh gefahren. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er mir die Audio von Xbox 360 Controller anzeigt. Weißt du das? Alter, Controller, sei ruhig. Nur weil du jetzt hier noch angeschlossen bist, heißt das nicht, dass du mir hier nerven sollst. Du bist ein Feini, ja, aber bleib ruhig. Warte, was? Nein, ich bin nicht verrückt, nein. Also hier kann man sieht das jetzt nicht, weil ich hatte ihn ja gut eingestellt, aber quasi was ich hier wohl sieht, das ein bisschen das müsste ich quasi extrem vorstellen dann. Okay. Ist ja wie mit Sunhaven, aber so Highlight-mäßig. Und ja. Boah, Alter. Ja, weil ich auf dem Gras gefahren bin. Ja, ich merke schon, der kommt offroad nicht klar da mit dem Gras. Und da kommt jede Fahrt für eine Kleier. Ja, gut, versteht sich, ja.
Ich sah nur Subaru bei mir. Bei manchen Stellen kam er ja auch null klar. Guck mal, hier kann man sehen, wie schnell er ist. 300, 30, 40, 50, 60, Alter. Alter, ich war für mich der Schnellste, glaube ich. Von den anderen bisher aus der Klasse würde ich sagen, ist der Porsche auf alle Fälle hier der Schnellste. Ja, das hat ja ähnlich leicht wie der Bauer McPhail. Dafür, dass er wohl noch leichter ist. Dafür, dass er leichter ist, auf alle Fälle, ja. Und da sieht man den einfach drücken Unterschied. Ja. Ist da damit wieder komplett zerschossen. Ich habe quasi immer noch den gleichen Fehler. Weil irgendwas da fehlerhaft ist. Guck ich nochmal, wie viel Prozent der bei der Fehlermeldung hat, ne? Mhm. Ob er da schon vorangekommen ist. Ich glaube, ich bin mit dem Formel 1 schneller gewesen. Das Gefühl habe ich auch tatsächlich. Hat Rocky gerade gekratzt? Das war mein Stuhl. Ach, das war dein Stuhl. Okay, ich dachte gerade, Rocky gerade gekratzt. Ja, manche Sounds hört sich halt so ähnlich an. Deswegen frage ich lieber nach, weißt du? Ich will gar nicht dafür. Wir können ja mal deine Autos ja mal kurz angucken. Ich habe viele vom VIP-Pass oder so, aber. Nochmal bitte, das habe ich gerade nicht verstanden. Ich hab viele vom VIP-Pass, aber. Ja. Das stimmt, du hast ja den VIP-Pass noch mit. Ja. Ja, den habe ich mir natürlich weggeholt. Der M3 GTR 2002, ja. Der, also einer der besten, wie ich finde. Ich habe noch. Ich war eh eine Vollspeed-Anspielung, also. Oh Gott, welches Need for Speed war der nochmal? Most Wanted. Danke. Most Wanted, ja. Ja, 2005er. Alter Falter. Das ist eines der geilsten. Ja, eines der geilsten Need for Speed. Anspielen darauf. Mhm. Ja, dafür ist meisten alle Motorpark, genau. Halt die VIP-Pass. VIP-Pass, meinst du, ja. Und da habe ich gekauft hier und den habe ich gekauft. Und den kann man gewinnen und den kriegt man ja am Anfang. Ja, den Ford Mustang GT, ja. Und den habe ich mir geholt. Oh, der ist 64er Bau, ja? Dieser Ford, Alter. Ja, Mark 1. Den ich muss ich aber noch upgraden oder so. Ich hätte, wenn ich den jetzt so sehe. Ja, der hier. Gordon Murray, wo heißt die Scheißmarke? Aber ganz kurz zum Ford nochmal, wenn ich den Ford so sehe, ne? Ich hätte nie gedacht, dass das 64er Baujahr ist, so wie ich den sehe. Ich hätte mindestens 70er oder 80er geschätzt. Ich meinte, gestern. Der Gordon Murray. Automotive. Ja. Den kann man auch gewinnen hier, den Sesto Elemento. Ist der denn gut eigentlich, der Elfer Sesto? Ohne irgendwas? Grütze. Na gut, das hätte ich mir gedacht, aber mit etwas? Over oder? Nun, ich bin Stufe 4 und kann noch nicht viel machen. Okay. Weil wenn du Gas gibst, der will einfach nur geradeaus fahren. Egal ob du lenkst. Wenn du gar da, okay, dann verstehe ich. Dann kann ich mir schon denken, alles klar. Wo hier der Anfang geht. 97er Baujahr ist auch so krass, ey. Ja, ich habe im Powerbuild. Ich glaube, ich werde das sogar ändern hier, weil ein Powerbuild brauche ich jetzt nicht wirklich. Diese Heckflüge-Dinger. Macht man für ein bisschen Unterschied, was Handling angeht, aber. Wenn wir schon ein Powerbuild machen, ne? Ja. Nur die Frage, habe ich genug Dinger hier? Wiegen nicht aus. Kann ich das machen? Nein, okay, da ist so viel. Das machen? Oh. Oh ja, von Minecraft, die Männchen da. Oh, die Villager. Okay, die Heckstoßstange ist overpowered. Oh. Ja, ich weiß, dass ihr Männchen gesagt habt. Ich habe das auf Villager korrigiert gerade. Ist mir schon aufgefallen. Die Minecraft-Männchen, wer kennt die nicht? Ach, guck mal. Ja, ich einfach nur, weil hinten was Zipfel dran ist, wird er so viel besser. Weißt? Ist ja so viel besser, ja. Vor allem die Bremsen 0,1 hoch. Und, ja. Obwohl das schwerer wird. Ich wollte gerade sagen. Aber der Handling, ja. Von 6,3 auf 6,5, ja. Aber ich wollte gerade sagen, so leicht war der auch nicht, ne? Weil du vorhin mit dem Gewicht schon sagtest. 1000 irgendwas, ne? Ja. Dann muss man einen Motorswap machen, damit er besser werden soll. 1100! Beziehungsweise 1000 Roundabout, Alter, Falter.
Wie kann man das so schnell machen? So schnell kann ich dann nicht mal klicken, ey. Ja, Zocker leben am Limit, der kann das einfach zu oben. Hip. Und Mahlzeit. Voll. Die Zeit ist um für Forza Motorsport. Und da kann er wegmachen, da brauche ich nicht. Alles klar. Das war ein schnell brauche. Ich kann mich nochmal bei dir bedanken, Zocker, dass ich dieses Material hier mit verwenden darf für YouTube. Aha. Fett Ehre an dich, ne? Ja. Lass mir ran, du willst wieder 57 haben, ne? Natürlich, was? Oh. Muss ich wieder zur Kasse treten, warte, was? Audio Xbox, nein, danke. Nein, zum vierten Mal. Okay, da ist schlechter. Okay, ich muss wohl anscheinend Stufe 50 machen, um das. Ohne Speichern verlassen. Ja. So, jetzt noch die Restfahrzeuge angucken hier. Ja, das machen wir noch schnell. Was hört jetzt hier? Na, wir waren hier bei McLaren. Also ich dachte, ich ja, Probleme hatte. Ja, was er jetzt mittlerweile mit dem Reifendrucker ist. Und dafür VIP, das Ding hatte ich mir geholt. Ja, die sind logisch. Ach, das ist der 190E gewesen von Mercedes? Entschuldige, wenn ich nochmal zu. Das ist der 190E? Ja. Alter. 90er Bau, krass, ey, wie sich die Autorevolution über die Jahre so krass verändert, das ist immer wieder unglaublich. Ey, das ist der spannend. Porsche. Der Cayman natürlich, ja, der Subaru. Ja, Sprinter, den habe ich für ein Event gebraucht. Ja. Stimmt, da gab es ein Event, wo du ja mit Toyota da ja machen musst. Ja? Da habe ich auch für zwei Event gebraucht. Und ja. Was, Griffin? Peter Griffin? Bei TVA, ne? Ja, TVA Griffin. Und natürlich das hier, ja. Volkswagen. Das Auto. Warte, was? Ja, mehr habe ich bisher nicht. Und nein, ich habe kein Sponsoring mit Volkswagen. Ich bleib klarstellen. Nur weil ich jetzt mal das Auto den Slogan gemacht habe. Aber ich kann ja kurz mal gucken. Aber nur kurz, warte, was? Drei, was gibt es? Drei Stunden okay. Später. Okay. Oh, Formula 70s, Touring Car Will. Und Forza GT. Ich guck mal kurz rein, welche Fahrzeuge. Ja, das kannst du nochmal. Die Dinger, okay. Oha. Welche kaufen und mieten? Oh, der Lotus da, der 76er. Und da ist der schwache. Na, dass der nicht stark ist, ist mir klar, aber es ist immerhin schön anzusehen für so ein Fahrzeug, für so ein Lotus. Der ist wohl der leichteste. Welcher wäre jetzt am schwersten von denen? Jetzt mal so blöd gefragt. 440. Der hätte dafür, den ich hier habe. Den BRM? Ja. Aber 300 wie viel kW? 303 wie viel kW? 300 wie mit 40 und 300 wie mit 40. Blöde Frage, ist BRM die Hauptmarke? Weil ich kenne die Marke 0. BRM ist tatsächlich die Hauptmarke, ja. Okay, weil ich kannte die Marke 0. Muss ich ehrlich sagen, tut mir leid. Von dem will ich natürlich den Lotus fahren, weil der wird irgendwie am besten. Aber den muss ich hier kaufen und. Das meine ich ja, der sieht wirklich am besten aus, auch wenn er am leichtesten ist und so der Lotus, ja. Das meine ich. Leichter wie besser, ne? Ja, das stimmt. Leichter wie besser. Und Forza GT. F-Klasse und C-Klasse, okay. Mhm. Kann ich mal kurz gucken, was ich für F habe? Den Griffin. Den Peter Griffin, ja. Das Ding kannst du fahren. Den Ford GT theoretisch auch. Das hier. Und den Lotus. Und den muss ich ja mal upgraden, ja. Naja, das stimmt. Den musst du upgraden. Du hast ja vorhin gesagt, der ist ja noch nicht geupgraden. Und die sind für schwach. Ja. Okay, gut zu wissen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Labi. Auf Wiedersehen. Tschüss.